Kinder- und Jugendpsychiatrie bedeutet, dass Kinder oder Jugendliche sich vorstellen, die eine psychische Belastung haben und gemeinsam mit dem Therapeuten oder in weiterführenden Behandlungswegen, manchmal auch mit einem Team aus Psychotherapeuten, Fachtherapeuten, Pädagogen, Krankenpflege- und Klinikschullehrern gemeinsam geschaut wird, wie kann man die Situation des Jugendlichen und des Kindes verstehen, wie kann man die Familie kennenlernen, wie kann man die unterstützen, wovon wollen wir sozusagen weniger und wovon wollen wir mehr. Und das ist der gemeinsame Weg, den Kinder- und Jugendpsychiater mit ihren Patientinnen und Patienten.